Hi, ich bin Hebamme Jenny und in dem Video heute beantworte ich euch 5 Fragen, die ihr mir gestellt habt. Die erste Frage, die ich euch beantworten möchte, ist von der Franzi. Und zwar möchte die Franzi wissen, wie gehe ich mit Haustieren in der Schwangerschaft und im Wochenbett um und natürlich auch später. Prinzipiell sind Haustiere in der Schwangerschaft kein Problem, egal ob Katze, Hund, Kaninchen und so weiter. Das Einzige, was ihr in der Schwangerschaft beachten müsst, ist, dass ihr vielleicht nicht unbedingt das Katzenklo mehr sauber machen solltet, weil die Haustiere einfach Krankheitserreger, die Toxoplasmose oder Listeriose auslösen können, weitergeben können. Hier empfiehlt es sich einfach am Anfang der Schwangerschaft einmal zu testen, ob ihr vielleicht schon eine Toxoplasmose durchgemacht habt. Das merkt man oft gar nicht so richtig. Und wenn ihr so eine Infektion schon mal hattet, habt ihr daraufhin eine Immunität entwickelt. Das heißt, ihr habt da in der Schwangerschaft keine Probleme. Ansonsten, wie gesagt, ist der Umgang mit Haustieren in der Schwangerschaft wirklich kein Problem. Wenn euer Baby da ist oder nach der Geburt, gab es immer lange Zeit so die Empfehlung, einfach eine Windel schon vom Baby mit nach Hause zu nehmen, dass sich die Tiere dran gewöhnen. Gut, ich bin jetzt kein Tierexperte, denke allerdings, dass das jetzt nicht unbedingt nötig ist. Ihr müsst natürlich aufpassen bei Haustieren, gerade was so Hunde und Katzen angeht, dass die eben auch eifersüchtig sein können. Ich würde die nicht ganz fernhalten vom Kind, einfach mal gucken lassen. Aber ganz wichtig ist es mir hier wirklich, Kind und Haustier nicht unbeaufsichtigt lassen, und bei Katzen solltet ihr darauf achten, dass die vielleicht keinen Zugang haben zum Kinderzimmer, ihr einfach die Tür schließt, sodass euer Baby da ganz in Ruhe ohne Katzenhaare in sein Bett schlafen kann. Die zweite Frage, die ich euch beantworten möchte, ist von der Anja, und die Anja möchte wissen, wie es sich mit der Antibiotikagabe gegen B-Streptokokken unter der Geburt verhält. Und zwar ist es so, dass euch euer Gynäkologe fragen wollt, ob ihr den Abstrich zur Untersuchung auf B-Streptokokken am Ende der Schwangerschaft wollt. Das ist eine Selbstzahlerleistung. Dieser Abstrich kostet so um die 20 Euro. Da wird dann geguckt, ob ihr diese B-Streptokokken habt. Ihr merkt diese Infektion so nicht, deswegen ist es ganz sinnvoll, da den Abstrich zu machen. In den meisten Fällen ist er negativ. Sollte es dennoch so sein, dass ihr positiv auf B-Streptokokken getestet werdet, dann ist es eben so, dass ihr ein Antibiotika bekommt unter der Geburt, was einfach verhindern soll, dass euer Kind eine Infektion aufgrund dieser B-Streptokokken bekommt. Die Gefahr für Kinder, sich dort anzustecken, ist größer, je zeitiger sie geboren werden. Das heißt, betrifft vorwiegend Frühgeburten. Bei reifen Kindern nimmt die Ansteckungsgefahr wieder ab. Ja, so verhält es sich mit der Antibiotikagabe. In manchen Kliniken wird das Antibiotika auch, ich sage jetzt mal, prophylaktisch gegeben, zum Beispiel bei Frühgeburtsgefahr oder eben bei Frühgeburten, wenn dieser Test auf B-Streptokokken nicht gemacht wurde. Ich hoffe, ich konnte dir damit deine Fragen, die du dazu hattest, beantworten, Anja. Die dritte Frage, die ich euch beantworten möchte, ist von Lanke Lodi. Wie kann man verhindern, dass man ein Schreibaby bekommt? Also ich denke, im Prinzip kann man das nicht verhindern. Die Babys haben schon immer so eigentlich so ihren Charakter, den sie mit sich führen. Man kann natürlich darauf achten, dass man in der Schwangerschaft nicht zu viel Stress hat, dass man sich wirklich gesund verhält. Damit meine ich, dass man nicht raucht, nicht zu viel Kaffee trinkt und kein Alkohol trinkt, ne, weil es dann natürlich nach der Geburt bei den Babys auch zu einem Entzug kommt und die dadurch unruhig sind. Ansonsten, wenn Kinder unruhig sind, kann man auch immer mal an eine Blockierung denken. Also dann die Babys ruhig auch mal bei einem Osteopathen vorstellen. Was Babys auch immer noch ganz gut hilft, wenn die unruhig sind, ist ein Pucksack. Ich werde euch hier einen guten raussuchen und unten in der Infobox verlinken. Der verhindert einmal, dass die Babys sich so doll bewegen können und gibt ihnen auch immer noch mal so ein bisschen das Gefühl von Geborgenheit, so wie es eben im Mutterleib war. Generell solltet ihr Kinder auch, die viel schreien oder unruhig sind, wirklich viel tragen. Die brauchen wirklich viel Liebe und viel Körperkontakt.
Die vierte Frage geht um die Ernährung in der Stillzeit. Das ist ja auch immer so ein Thema, was ganz heiß diskutiert wird. Und zwar möchte die Anja da auch noch mal wissen, wie es sich so mit rohen Sachen verhält, die man essen kann in der Stillzeit oder halt auch in der Schwangerschaft, wie Salami, roher Schinken oder auch Sushi. Das nimmt ja auch immer mehr zu. Im Prinzip braucht ihr da in der Stillzeit nicht mehr ganz so streng darauf achten, weil einfach diese Gefahr einer Infektion nicht mehr ganz so groß ist oder auch diese Infektion nicht mehr so schlimm sind für euer Kind. Natürlich solltet ihr auch nur Sachen essen, wo ihr sicherstellen könnt, dass ihr keine Lebensmittelinfektionen davontragen könnt. Ne? Deswegen so mit Sushi, ja, sollte man prinzipiell auch, wenn man nicht schwanger ist oder nicht stillt, immer etwas vorsichtig sein und da auch auf eine gute Qualität achten. Im Prinzip ist das aber alles kein Problem mehr. Und ihr müsst mal gucken, es sind viel weniger Lebensmittel verboten, als man wirklich tatsächlich denkt. Denn auch Salami oder Schinken, das ist wirklich alles, was man jetzt so konventionell im Supermarkt bekommt, ist wirklich selten ganz roh. Und die fünfte Frage, die ich euch noch beantworten möchte, dreht sich um die Körperpflege in der Stillzeit. Natürlich könnt ihr euch auch pflegen in der Stillzeit. Ihr könnt ein ganz normales Deo benutzen. Ihr solltet allerdings ein bisschen sparsam oder vorsichtig sein mit Parfüm oder es vielleicht auch ganz weglassen, wenn es für euch möglich ist, weil euer Baby natürlich lieber euch riechen möchte und das Parfüm einfach auch die empfindliche Nase von eurem Baby zu stark reizen kann. Ihr solltet auch mit kosmetischen Produkten und Cremes etwas vorsichtig sein bzw. einmal auf die Inhaltsstoffe achten, dass die wirklich nicht schädlich sind. Ich finde es wirklich hier immer angenehmer, wenn man Naturprodukte benutzt, wie zum Beispiel die Sachen von Lavera, Veleda und was es da nicht auch noch für andere Marken gibt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr eure Brust beim Waschen mit dem Duschbad ausspart und auch die Brustwarzen nicht eincremen, weil euer Baby natürlich daran trinkt und dann eben auch die Cremereste in den Mund bekommt. Das war dann meine zweite Hebammen-Sprechstunde, in der ich eure Fragen beantwortet habe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Und wenn ihr auch eine Frage habt, die ihr mir gerne stellen wollt, dann schreibt sie mir unten in den Kommentaren und vielleicht beantworte ich sie euch schon in der nächsten Hebammen-Sprechstunde. Bis dahin, tschüss!